und herzlich willkommen zu Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Nachdem wir die letzten paar Male uns im Labyrinth von Amala rumgeschlagen haben, machen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Hauptstory, bevor wir dann ins fünfte Kalper gehen. So, wir sind im Parlamentsgebäude. Laut Wikipedia ein Gebäude, wo das Parlament umgebracht ist. Da sage ich, das hätte ich nicht gedacht. Also, ich habe wieder ein bisschen trainiert, bin jetzt über 75, kann Gaeazorn und Medirahan. Aber Gaeazorn, ja, ist, wenn man gegen mehrere Gegner kämpft, wahrscheinlich besser als Todessprung. Aber gegen einen Gegner als Todessprung besser, weil es wahrscheinlich öfter trifft. Ich habe mit Bishamon zusammen fusioniert. Mit Opferfusion gleich von 72 auf 75. Der kann Entkräftung, also ich habe Rangda dafür geopfert. Und Kali. Also eigentlich habe ich Kali und... Ich weiß gar nicht, wer das dritte war. Würfel geopfert und Rangda habe ich als für Entkräftung dazu genommen. Er kann Todessprung, Fokus, Entkräftung. Ich habe ihn gleich mit Mitamas noch physisch aufgewertet. Die Metze kann jetzt noch Gesicht der Bestie. Ist ein allmächtiger Angriff, der Schaden auf alle macht. Und der Metze ein paar Lebenspunkte dazu gibt. Und ihn habe ich jetzt erstmal ins Team genommen, damit er auflevelt. Lumimi habe ich wieder rausgenommen. Der hat noch Lebensflut und Mana-Flut gelernt. Schwarze Frost habe ich mir zurückgeholt, weil wir den im fünften Kalper brauchen. Und der Rest ist eigentlich bekannt. Den Mottenmann kriege ich irgendwie noch nicht fusioniert, um Megidolaren zu übergeben. So, und jetzt werde ich nochmal die Metze rausnehmen und Dante reinnehmen, weil die Metze nichts mehr lernt. Dante jedoch schon. So, dann bräuchte ich jetzt Charaktere, die gegen Feuer nicht empfindlich sind. Zum Beispiel den Schwarzen Frost. Und ein Magatama, was vor Feuer schützt. Zum Beispiel dieses. Oder dieses. Das absorbiert Feuer, dann nehme ich lieber das. Ansonsten, ich habe im Tunnel von Yagokichu trainiert und viel mehr habe ich nicht gemacht. Toma aktiviert ist. Funktioniert. Also ich habe nur die Metze jetzt rausgenommen, weil sie nichts mehr lernt und Dante noch Fähigkeiten lernt. Auch wenn Dante natürlich aufgrund, dass er schon Level 81 ist, sehr lange braucht, bis er levelt. Jetzt gucken wir mal. Verschiedene Wege. Halt. Ich bin der Wächter dieses Gebäudes. Ihr sollt dieses Gebiet nicht durchqueren. Durch mein Flammenschwert wird euer Körper eingeäschert werden. Ui. Die Widerstehen-Magie. Bishamon wirft zurück. Omega heilt sich damit. Dante hat übrigens ein besonderes Provokation, der heilt damit seine MP. Jetzt habe ich doch hoffentlich Dekaya, sonst habe ich gleich ein Problem. Ich habe kein Dekaya. Hätte ich lieber keine Provokation machen sollen. Ach du Scheiße.
du Scheiße. Ist die Metze wieder da? Oh, das ist ein Feuerangriff. Ich dachte, das ist allmächtig. Das hat er über 81 gelernt. Also Entkräftung ist Rakunda, Sukunda, Tarunda und Makanda auf einmal. Senkt alles um 1. Deswegen ist Entkräftung wirklich gut. Wahrscheinlich weder die Kaya noch die Kunda, das gefällt mir. Und ich mache auch meinen physischen Volltreffer. Wieder kein Volltreffer. Bei dem sein normaler Angriff scheint Feuer zu sein, keine Ahnung. Na gut, der hat ein Flammenschwert, deswegen wahrscheinlich. Sogar das wird bei ihm in Reinfall. Am Anfang hat er mich auf den falschen Fuß erwischt, aber dann war es doch nicht so schwer. Auch wenn irgendwie der Ton sehr, sehr laut war gerade. Ich werde mal kurz ein bisschen den Ton runterstellen. So 67%, so 2/3. So, die Metze hat sich doch gelohnt, eingewechselt zu werden. Also am Anfang habe ich mich auf den falschen Fuß erwischt, aber dann lief's. Ich hoffe, das geht hier nicht so schlimm weiter. Mal wieder anderes Magatama ausrüsten.
Nehmen wir erstmal das. Gucken, was Heiliger Zorn kann. Ich hoffe, dass das was Gutes. Steht noch eine Statue. Können wir gegen den auch kämpfen? Die Statue greift uns noch nicht an. Jetzt geht's weiter. Er hat Sword geschlagen. Dieser Junge ist nicht schlecht. Ganz aus, als könnte aber das Ganze doch noch spannend werden. Ich denke, ich werde ein wenig mit ihm spielen. Okay. Da hier 4 Statuen sind, gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ich nehme das Level Up noch mit, danach setze ich wieder Estoma ein. Dante rockt das Haus. Zeige ich euch mal Gaia Rage. Ausweichen hätte ich auch noch nicht erlebt. Zumal der verwirrt ist so. Aber dann hat Gesamtangriff, das heißt, er greift immer automatisch gleich alle an. Hier müssen wir aufpassen, hier können wir nicht automatisch jeden Raum durchforschen, denn hier gibt es wieder viele, viele Teleporterstellen. Sehr schön. Angefüttert und nichts bekommen. Okay. Jetzt geht's los hier mit Bildern an der Wand, die uns einen Gang vortäuschen sollen. Ich schätze ein bisschen ein Psycho-Gebäude hier. Todessprung räumt man hier wirklich auf. Trifft ihn gleich dreimal, das ist natürlich sensationell. Baron heilt dann immer. Rang, da hole ich mir dann wieder, wenn ich Stufe 75 bin. Wenn ich Stufe 95 bin, um Shivers zusammen zu fusionieren. Oh, jetzt sieht es ja ein verrückter Korridor aus. Verrückter hier. Was mögen die denn nicht? Mögen die keine? Das war schon mal nicht gut. Und die mögen im Gegensatz zu Grimekala physische Angriffe nicht. Thank you.
gar nicht mehr gewohnt, dass hier wirklich Gegnerkämpfe kommen. Man sieht, hier sind einige Türen, sowas hier, das sind gar keine Türen. Geradeaus geht's auch nicht weiter. Ja, wieder so ein Wandbild zu sein, was gar nicht dazugehört. Wieder volles Kaguzuchi, da können wir nicht. Können wir nicht fliehen. Wir fangen auch nicht an. Alle Feinde halbiert TP, ist ja wohl lachhaft. Gucken, was wir jetzt für ein Magatama ausrüsten. Ich glaube, das brauchen wir demnächst. Und da geht's wieder, wäre es wieder nicht weitergegangen, also man sieht es ein bisschen. Geradeaus geht es auch nicht weiter, auch wenn das Bild uns den Anschein erwecken möchte. Denn jetzt hin? Das hat er uns wegteleportiert. Schon weiß ich überhaupt nicht mehr, wo wir hin müssen. Maka. Ja. Habe ich mir jetzt einen Shortcut gebastelt? Ich bin wieder am Anfang, okay. Schon. Hop, 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 hop.
ja auch nice hier. Boah, ein Gang, wo die Lampen wackeln. Starke Macht hinter dieser Tür. Bin ich denn voll geheilt? Bin ich? Na dann, let's go. Du bist so weit gekommen, ohne zu sterben. Ich muss dich loben, schon lange hatte ich nicht mehr so viel Spaß bei einer Jagd. Und die nächste Statue. Aber ich kann nicht zulassen, dass du weitergehst. Das Magazui in diesem Gebäude gehört bereits uns. Jetzt müssen wir nur noch unseren Gott beschwören und wir werden die Ideologie von Shijima empfangen. Wir werden nicht dulden, dass du unseren Kommandanten behelligst. Ich, Mada, werde dir höchstpersönlich ein Ticket zur Hölle auslegen. Den kenne ich, der heilt sich mit physischen Angriffen. Sowas wie Taruka brauchen wir nicht, weil wir eh nicht physisch angreifen können. Ach du Scheiße, das. Ich glaube, ich muss die Metze doch nochmal in den Kampf rufen. Immer sollte ich seinen Angriff nicht erhöhen. Sehr schön. Vergiftung, und was macht Vergiftung? Natürlich, es verwirrt. Es vergiftet nicht, es verwirrt. Zustandsveränderungen nerven schon wieder. Ich hätte eigentlich Abaddon heilen sollen, Mist. Jetzt geht das los. Oh, nice. Yeah!
Wenn ich ihn einfrieren sollte, dann treffen wieder physische Angriffe. Oh, das muss mehrfach treffen. Das war's schon. Der war ja nicht so stark. Der war ja so stark gar nicht gewesen. Gehen wir erstmal speichern. Die MP heilen, ohne dass ich meine Items verschwenden muss. Habe ich das Gefühl, wir kommen auf der anderen Seite vom Terminal auch noch mal raus. Schließlich gibt es da auch eine Tür. Und der Emulator macht heute schon wieder ein paar Probleme. Und da kommen wir jetzt hier automatisch durch. Von der anderen Seite verschlossen. War ja irgendwie zu erwarten. Dieser Gang hat irgendwie was. Die Karte ist halt gerade eingezeichnet, drisch müsste auch ein bisschen wellig sein. Oh, jetzt sind wir hier wieder im Zentral. Karabia hat keine Schwäche, ich weiß nicht, was die Schwäche von Queen Mab ist. Also das ganze rechts ist Queen Mab, Pixie entwickelt sich ja zu Hypixie weiter und Hypixie entwickelt sich zu Queen Mab weiter. Den hatte ich auch mal eine ganze Zeit lang. Gegenteil von Efreet, der hat nicht Schwäche Eis, sondern Schwäche Feuer, wie man sich bestimmt denken kann. Ich könnte meinen, ich habe Riva-Rama aktiviert. Das kann auch endlich richtig zaubern. Moment, speichere ich und wenn es schlecht ist, lade ich neu. Zio hat sich verbessert in Mazio. Naja, gut. Warum nicht? Siehst du den Aufzug da drüben? Ikawa und ein anderer Mensch, eine Frau, sind damit zur Spitze gefahren. Welche Art von Welt möchte die Ikawa erschaffen? Das wissen wir alle nicht. Da sehe ich das Speicherterminal. Verflixt. Nicht nur Sort, sondern jetzt auch noch Mada. Auch wenn dem so ist, er wird nicht weit kommen. Dank meiner Magie wird er auf ewig durch diese Hallen wandeln. Okay.
Ui. Das ist eine Stimme. Durch meine Macht ist euch der Weg versperrt worden. Das ist wieder nur ein Bild. Ganz viele Türen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und die einzige Tür, die wirklich aktiv ist, ist diese. Ich gebe dir diesen Schatz, also bitte friss mich nicht. Sprung ist das schon fast zu einfach hier. Oh, da vorne wäre wieder so eine Wand, wo wir nicht weiterkommen. Muss ich die magisch angreifen, obwohl die ja Magie. Obwohl die ja keine Magieschwäche haben. Kriege ich nur für einen die Erfahrungspunkte, ist das böse. Muss mal wieder ein anderes Magatama ausrüsten. Das überzeugt mich alles nicht. Der physische Angriffe zurück, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay.
Salat da, ich habe auch keine Lust, jetzt weiter zu kämpfen. Die Remekala könnte ich aber eigentlich auch mitnehmen, wenn ich den, wenn der sich hier mehr anschließen würde. Durch meine Macht ist euch der Weg versperrt worden. Okay. Lass mich hier raus, ich komme frei, wenn der Dämon hier besiegt wird. Also sollte ihn jemand schlagen. Ist mir egal, ob nur eine Angriffsart funktioniert. Probier einfach alle aus, verdammt. Ich meine, Macht ist euch der Weg versperrt worden. Okay. Ich denke mal, wenn wir das einmal geschafft haben, dann können wir bestimmt hier ohne Restriktionen durchforschen. Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang, wie es aussieht. Ja, tatsächlich. Jetzt sind wir hier in der Tür, wo wir zum Terminal können. Gibt zwar nur ein Terminal, aber alle Wege führen dorthin. Brauchen wir. Die Metze brauchen wir auch. Aber ja, aber dann wollte ich eigentlich rausnehmen. Ich habe jeden anderen rausgenommen. Acht Schade und Wahrheit und Lüge sind wie Licht und Finsternis. Seid ihr fähig, mein wahres Selbst zu finden? Ihr sollt nicht aus diesem Labyrinth entkommen, bis ihr die Wahrheit erkennt. Okay. Anscheinend, weil die Schatten sehen sehr auffällig aus, wird sich wahrscheinlich auf die Schatten belaufen. Irgendwie, die hat keinen Schatten. Verflucht sollt ihr sein. Verflucht sollt ihr sein, Schurke. Den haben wir auch schon mal im vierten Kalper gesehen. Ich werde euch selbst niederstrecken. Unser Wett von Chijima rückt näher. Aber wir kämpfen ihn im stärkstmöglichen Zustand. Wir wissen ja irgendwie, nur ein Element funktioniert. Und das ist Elektro. Das ist jedoch seine Schwäche, deswegen wird der Kampf relativ schnell gehen. Okay.
Außer Elektro tut er alle Elemente absorbieren, heilen, zurückwerfen, negieren und physisch angriffen tut er fast negieren. Der erste, der hier die Kunda kann. Direkt Megidolar. Heilen kann ich dann durch die Zusatzzüge. Sehr nice. Gar kein Leben gehabt, das war ja einfach. Der Typ hat ja gar kein Leben. Okay. Also der war relativ easy. Aber auch nur, weil ich wusste, was funktioniert. Gehen wir nochmal speichern. Ich würde mal sagen, den Rest vom Schützenfest machen wir in der nächsten Folge. Wenn wir das durch haben, machen wir im fünften Kalbar weiter. Viel kommt da nicht mehr nach dem Parlamentsgebäude und dem fünften Kalper. Also ein großes Dungeon, ein Bonus-Dungeon. Das war's eigentlich. Gut. Also wir haben uns hier durchgekämpft durch verzweigte Wege, wackelnde Lampen, Statuen ohne Schatten. Ja, dann Wege, die um die Ecke gehen, ohne dass man sie sieht. Bilder, die keine sind, Türen, die keine sind. Wir haben ein ganz paar Zwischengegner besiegt, die aber alle auch nicht so schwer sind. Gut, wir sind ein bisschen overlevelt und machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal.